Und damit, okay, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass. Seit dem letzten Mal haben sich wieder einige Dinge getan. Nicht nur, dass wir 2 neue Cups, also 8 neue Strecken haben, sondern auch neue Charaktere. Dazu zählt natürlich wunderbar, lecker, schmeckotastisch Mutant Tyrannia, der Wiggler und Kamek. Wir werden jeden Charakter einmal testen natürlich. Wir kommen nach Athen auf Abwägen. Daisy's Dampfer, die Mondblickstraße, die wird geisteskrank, der komplett neue Bart-Parcours. Ey, das sieht so unfassbar epic aus. Ich bin mega gehypt, Mutant Tyrannia. Die Hupe ist weird. Wir starten rein. Wie immer, wenn ihr nichts mehr vom DLC verpassen wollt, also die letzten beiden, müsste schon, Welle 6 ist die letzte, oder? Dann lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da, damit ihr das nicht verpasst. Und ich freue mich auf euch. Machen wir das so, ist das ein Deal, das aber wunderschön, sehr schön. Oh mein Gott, die Strecke sieht jetzt schon krass aus. Ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass die ganzen Strecken diese roten Pfeile immer am Rand haben? Die sind nur bei den DLC-Strecken so. Wow, sieht die Strecke krass aus. Alles klar. Insane. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da rein? Ich denke schon. Oh, ich habe eine Banane. Und Marius ist vor mir. Woher kommt Mutant Tyrannia ursprünglich? Also ich kenne Mutant Tyrannia tatsächlich aus New Super Mario Bros. DS. Da als Boss halt. Aber ich glaube, sie kam vorher schon in Mario Kart vor. Aber ist sie aus diesem Mario Kart dann das erste Mal... Leute, hier fallen einfach Dinge auf die Fahrbahn. Was ist das denn? Da wird man ja erschlagen. Nein. Oh, ganz miese Stelle. Oh, ganz miese Stelle. Oh mein Gott. Ah, nicht so schön. Nicht so schön. Aber die Blue Shell klärt. Let's go. Was? Och nee. Und Guys, wenn ich das richtig sehe, gibt es wieder... Können wir hier durchfahren? Nein, können wir nicht. Okay. Stimmt, das ging in Berlin auch schon nicht. Guck mal auf die Strecke. Es gibt wieder 1000 Abzweigungen und so. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Zweite Runde, let's go. Doch, die Strecke verändert sich jedes Mal. Ja, ja, tut sie auf jeden Fall. Boah, das heißt, wir haben jetzt eine richtig, richtig lange Strecke, die halt ultra lang ist, so. Eine Strecke, die halt lang ist. Oder verändert sie sich doch nicht? Ich habe das Gefühl, sie hat sich verändert. Ich kann mich auch irren. Oh, hier kommen Bälle runter. Sind wir Erste? Oh, nee, sind wir nicht. Weil ich mich richtig lost anstelle. Doch, die Strecke ist anders. Wir sind jetzt nämlich schon wieder hier, aber irgendwie durch einen anderen Weg. Gar nichts gibt's, König Buhu. Geh weg. Luigi's Mansion 2 is approaching. Was? Wo sind wir 3 Runden gefahren? Das hat sich tatsächlich angefühlt wie nur 2. Okay, kommen wir direkt zur nächsten Strecke. Daisy's Dampfer. Und wir spielen mit dem einzig wahren Wiggler. Let's go. Sieht er nicht krass aus? Let's go. Daisy's Dampfer kenne ich, glaube ich, sogar. Ich weiß nicht, woher der kommt. Kann sein, dass er von der Wii ist. Auf jeden Fall kenne ich Daisy's Dampfer. Also die Strecke kennt man. Und ich stelle mich richtig schlecht schon direkt hier zum Anfang an. Ja, so viel zu. Ich kenne die Strecke. Wo muss ich lang? Okay. Oh, der Wiggler wird sogar rot. Lol. Warte mal, heißt es, ich wurde die ganze letzte Runde nicht getroffen? Krass. Props an mich. Okay, wir starten rein. Alles klar. Alles klar. Es gibt eine Unterwasserpassage? Oh mein Gott, sieht die krass aus. Mit dem Aal, der da so lang geschwommen ist. Finde ich cool. Nee, jetzt... Ach, komm! Ich fahre selber rein. Nein? Okay. So, nächste Runde. Und da baller ich mich auf die 1. Let's go. Okay, okay, wir bleiben weiterhin gespannt. Letzte Runde schon? Letzte Runde schon, okay. Ey, bitte lass mich das als Erster machen. Das wäre so schön. Das ist nicht so schön! Ja, alles klar. Ja, zieht doch noch alle an mir vorbei.
Ja, was war das? Das war gar nicht gut. Das war Grauen auf Dritter. Oh, das geht auf jeden Fall im nächsten Race, da geht das besser. Oh, hoffe ich. Zumindest. Mal gucken. Die Mondblickstraße. Und natürlich kommen wir nun zum einzig wahren Kamek. Ganz genau, ich bin mega gehypt. Let's go rein da. Bowser Jr. ist immer noch vor uns. Okay. Finde ich nicht gut. Wir sind tatsächlich sogar immer noch auf derselben Punktzahl. Also halt Bowser Jr. und ich. Das ist, glaube ich, ganz schön. Weiß ich nicht. Die Autos sind Bomben. Sind Bob-Ombs. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, aber das ist eine sehr schöne Strecke. Ich mag den Touch auf jeden Fall sehr. Ich habe Angst vor den Bob-Omb-Autos. Machen die... Ich glaube nicht, dass die... Machen die was? Jetzt bin ich curious. Ja. Hier durch den Tunnel. Ist eine sehr einfache Strecke, glaube ich. Das ist, glaube ich, auch eine, die von der Wii ist, nicht? Da waren die Strecken immer eher linear. Ja, bitte! Da hätte man jetzt auch gegen den LKW fahren können, aber der Profi ist natürlich ausgewichen, weil das lernt man, weil ich bin ja ultra krass. Oh, da wäre ich auch fast runtergefallen. Wir haben es jetzt schriftlich, bildlich, in Video- und Tonform. Die explodieren, wenn man sie berührt. Das ist nicht schön. So, zweite Runde. Let's go. Da holt er sich den ersten. Ganz wichtig. Wir müssen uns jetzt nur vorne halten. Es passiert nichts mehr. Es muss nichts mehr passieren. Einfach vorne halten. Ganz entspannt. Oh ja, let's go. Schön alle Speedstrives hier mitnehmen. Let's go. Erster Platz. Das war eine relativ kurze, unspektakuläre Strecke. Da haben wir wieder den ersten. Wichtig, wichtig. Wir kommen zur letzten für heute. Der Bad-Parcours. Eine komplett neue Strecke, noch nie zuvor gesehen. Wir haben eine Toilette. Das macht alles besser. Und wir schauen direkt rein. Ich habe mega Bock. Ich habe jetzt den Charakter nicht nochmal gewechselt. Keine Lust, alle Rennen nochmal zu machen. Wir schauen rein. Es ist 10.10 Uhr. Das ist schön. Oh, da liegt die gute Minzzahnpasta. Und der Vorhang sieht ja mal todesepisch aus. Durchs Waschbecken, ins Wasser rein, aus dem Waschbecken raus. Hier habe ich natürlich ein ganz kritisches Auge. Warum steht da ein Kassettenrekorder neben der Wanne? Man kennt's. Oh, Robofische. Nein. Was? Wie genial. Ich will gar nicht wissen, warum hier alles braun ist. Reden wir nicht drüber. Da liegt ein Ring. Sind das Schrauben gewesen? Boah, ey, die Strecke sieht ja mal todesepisch aus. Pustet mich das weg? Schade. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn das so einen Pust-Effekt hätte. Ich will gerade in die Toilette rein. Nein! Schlechtes Game. Schlechteste Strecke von allen. Weiß ich nicht. Nee, schlecht. Man kann nicht in die Toilette rein. Wobei ich aber sagen muss, dass wir durch diesen Abfluss fahren und so. Finde ich schon irgendwie cool. Ich habe noch gar keine Sterne für die ganzen anderen Strecken vergeben. Es tut mir leid. Athen ist auf jeden Fall eine stabile 7 von 10. Dann... Ja, was soll ich zum Daisy-Dampfer sagen? Da habe ich halt nicht gewonnen, gell? Daisy-Dampfer ist eher unspektakulär auch. Mit sehr, sehr vielen, also mit viel zu vielen Kurven. 5 von 10 fand ich echt nicht so nice. Die Wii-Strecke sah richtig gut aus, wenn das die von der Wii ist. Aber die war halt auch sehr linear. Aber ich fand sie besser als Daisy Dampfer, deswegen... Ja, 6 von 10. Und Bad-Parcours gucken wir mal. Oh, wie cool, wir können uns hochfeuern. Bad-Parcours ist bis jetzt sogar mein Favorite. Also von dem, was ich sehe, von der Detailliebe einfach. Also, die Detailliebe hier ist krass. Ich mag es, wie es designt wurde. Es ist auf jeden Fall keine 10 von 10. Es ist aber auf jeden Fall besser als... Wie heißt das? Als die Athen-Strecke. Hier, wir fahren jetzt... Da liegen Zahnbürsten. Und wir fahren jetzt in den Abfluss rein. Hier liegen Schrauben. Der Abfluss... Und da ist einfach ein Ring. So. Und eine Büroklammer habe ich gerade gesehen. Strong. Doch, das hat einen Puste 3. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Die Strecke ist eine 10 von 10.
Nein, nicht wenn ich fliege. Schaut euch die Wandfarbe an. Die war im Mario Bros. 1 Style modelliert. Wie cool war das denn? Und der Toad ist ein Barbier, das wusste ich gar nicht. Let's go, damit haben wir auch erster. Ja, die Strecke mit 10 von 10. Safe. Haben wir, welchen Platz haben wir erreicht? Den ersten zusammen mit Bowser Jr. Reden wir nicht drüber, war nicht so gut. Egal. 10 von 10 die Strecke, war auf jeden Fall die beste bisher. Also Detailliebe wird im Bartparcours insane groß geschrieben. Und dafür gebe ich dann doch auch nochmal ein bisschen die Props raus. Und Guys, morgen kommt schon direkt die zweite Folge. Also, jetzt ein Abo da lassen, damit ihr morgen die anderen Strecken nicht verpasst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.